Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof steht erneut vor der Pleite. Das Unternehmen hat zum dritten Mal in 3 Jahren Insolvenz angemeldet. Hintergrund sind die Finanzprobleme des österreichischen Mutterkonzerns Signa von Investor Reni Benko. Ob die Beschäftigten von Karstadt und Kaufhof ihren Arbeitsplatz behalten können, das ist damit wieder einmal ungewiss. Der Betriebsrat hält die Kaufhauskette aber für zukunftsfähig, sollte sich ein neuer Eigentümer finden. Der Insolvenzantrag von Galeria Karstadt Kaufhof am Unternehmenssitz in Essen kommt nicht überraschend. Wie ein Kartenhaus fällt die Konzernmutter, die Signa-Gruppe des österreichischen Investors Reni Benko, in sich zusammen. Doch immerhin, der Unternehmenschef und der am Morgen bestellte Insolvenzverwalter machen Hoffnung. Zusammen mit unseren Mitarbeitern, zusammen mit das Management und zusammen mit unseren Kunden ist das jetzt eigentlich ein Befreiungsschlag, dass wir sagen können, lass uns mal auf Punkt Null gehen. Geben Sie uns die Chance, dass wir gemeinsam, ich formuliere es mal so, den Karren aus dem Dreck ziehen und in eine gute Zukunft führen mit eben diesem Befreiungsschlag hin zu einem neuen Gesellschafter. Das Weihnachtsgeschäft sei sehr gut gelaufen, heißt es. Einnahmen und damit Liquidität seien da. Aber die hohen Mietkosten, die Galeria für die Warenhäuser an Signa leisten muss, drücken. Und die im Gegenzug von Signa zugesagte Kapitalspritze in Höhe von 200 Millionen Euro wird höchstwahrscheinlich ausbleiben. Für die meisten Standorte hieße das aus. Man muss aber auch ganz klar sagen, für die Arbeitnehmer ist die Situation so schlecht nicht, denn der gesamte deutsche Einzelhandel sucht dringend Personal. Also Unterkommen wäre wahrscheinlich nicht das Problem heutzutage. 15.000 Mitarbeiter beschäftigt Galeria noch, aber es werden immer weniger. Anfang des Jahres schließen 18 Warenhäuser, wie hier in Krefeld. 92 bleiben übrig. Konkrete Pläne, was aus den leerstehenden Immobilien werden soll, gibt es bislang kaum. Und darüber sprechen wollen wir mit dem Fachmann für Einzelhandel, mit Professor Gerrit Heinemann. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Herr Heinemann, die Galeria-Kette, die sieht diesen Tag ja so wörtlich als Befreiungsschlag an, endlich aus der Signa-Gruppe austreten zu können. Sehen Sie das auch so? Das sehe ich nicht so. Man muss auch immer sagen, dass es ohne die Signa-Gruppe Galeria gar nicht mehr geben würde. Ob jetzt die Mieten zu hoch waren, da kann man drüber diskutieren. Aber ich sehe es nicht als Befreiungsschlag, vor allem nicht eine dritte Insolvenz innerhalb von gut 3 Jahren. Das zeigt definitiv, dass dieses Unternehmen nicht zukunftsfähig ist. Sie spielen ja darauf an, dass vor einem Jahr die Galeria Karstadt Kaufhof-Kette mit einem Schutzschirmverfahren gerettet werden musste. Damals hatte ja die Benko-Gruppe 200 Millionen Sanierungsgelder zugesagt. Was glauben Sie denn? Diese sind ja nun fest eingeplant. Werden die denn überhaupt noch fließen? Nein, das war auch der Grund jetzt für diese Insolvenzanmeldung, weil mit der Insolvenz der Signa Holding feststand, bereits im November, dass diese 200 Millionen nicht kommen werden. Und die erste Tranche sollte ja im Februar gezahlt werden. Deswegen hat Galeria eine Notgeschäftsführung installiert, um nicht umgehend Insolvenz anmelden zu müssen, sondern nochmal 6 Wochen Zeit zu haben. Diese 6 Wochen sind heute ausgelaufen und deswegen heute die Insolvenzanmeldung. Nun spricht man ja davon, dass es das Ziel sei, einen neuen Eigentümer zu finden. Sehen Sie überhaupt eine Chance, dass sich da noch ein Investor findet? Würde es aus betriebswirtschaftlichen Gründen überhaupt Sinn machen? Das Unternehmen hat ja auch in den letzten Monaten seit quasi Beendigung des letzten Insolvenzverfahrens, was ja dann noch umgesetzt werden muss, Geld verbrannt, Verluste geschrieben. Und dieses Unternehmen ist definitiv nicht attraktiv für neue Erwerber. Was ich mir vorstellen kann, dass Teile des Unternehmens, vielleicht einzelne Standorte übernommen werden, beispielsweise in Metropolstandorten wie München oder Hamburg oder Berlin, größere Warenhäuser von der KDW Group, hinter dem ja jetzt der thailändische Investor die Zentralgruppe steht. Aber ansonsten dürfte ein großes Fragezeichen über allen anderen Standorten stehen. Herr Heinemann, Sie sagen, das Unternehmen sei nicht attraktiv. Es gab aber Zeiten, da blühte das Geschäft mit Warenhäusern. Ein Ort, wo der Kunde eben alles bekommt. Es entstanden Shopping-Tempel, glitzernde Shopping-Tempel, unten Parfümerie, in der Mitte Bekleidung, Spielzeug, oben Haushaltswaren. Wie steht es denn heute um dieses Konzept? Warum hat es nicht funktioniert? Ja, wenn Sie von solchen glitzernden Tempeln sprechen, dann müssen wir 40 Jahre zurückgehen. Ich begleite das Thema
schon über 30 Jahre, auch aus wissenschaftlicher Perspektive. Und seitdem ist es nur bergab gegangen. Namen wie Hertie, Horten gibt es nicht mehr. Namen wie Karstadt und Kaufhof gibt es nicht mehr. Und ein Marktanteil, der in der Blütezeit mal bei über 10% lag, wo in der Tat auch Renditen erwirtschaftet wurden, der liegt mittlerweile bei unter 1% Marktanteil. Und das sagt eigentlich alles. Der Kunde findet anscheinend das Warenhaus nicht mehr attraktiv, sonst würden mehr Kunden dort kaufen. Wenn man das mal runterbricht auf die Anzahl der Kunden, dann zieht heute eine durchschnittliche Aldi-Filiale mehr Besucher als ein durchschnittliches Warenhaus. Ja, und unter diesen Vorzeichen will man nun einen neuen Investor finden. Und findet sich niemand, was meinen Sie, was bedeutet das dann für die verbliebenen 92 Warenhäuser und vor allem für die 15.000 Jobs? Ja, die Gretchenfrage ist ja, weil wir dieses Mal nicht ein Schutzschirmverfahren haben, sondern einen Regelinsolvenzantrag gestellt wurde, ob überhaupt diese Insolvenz durchgeführt werden kann. Ich bezweifle mittlerweile, dass genug Masse da ist. Wenn man es realistisch sieht, könnte es durchaus sein, dass dieses Insolvenzverfahren mangels Masse sogar abgelehnt wird oder vielleicht in dem Prüfverfahren festgestellt wird, dass nicht genug Masse da ist. Ich wüsste nicht, welche Vermögensgegenstände derzeit noch werthaltig sind. Nun kann niemand in die Glaskugel schauen, aber was glauben Sie, wie geht's denn weiter jetzt? Ja, wenn wir optimistisch sind, dann würde dieses Insolvenzverfahren quasi durchgeführt und anschließend umgesetzt. Aber die Anzahl der Monate zwischen den Insolvenzen ist immer kürzer geworden. Das heißt, ich würde in Zukunft auch immer wieder mit der nächsten Insolvenz rechnen. Die Frage ist bei Befriedigungsquoten von letztes Mal 2-3% und nicht in Aussicht gestellten 30% an die Gläubiger, ob überhaupt die Gläubiger diesmal zustimmen würden. Wenn sie es tun, dann wird vielleicht für die nächsten Monate bis zur nächsten Insolvenz, die sicherlich dann auch wieder kommen dürfte, eine Anzahl von Häusern von vielleicht maximal 50 übrig bleiben. Aber es ist ein sehr kleines Unternehmen dann, was vielleicht gerade mal noch 1 Milliarde Umsatz schreibt und damit ein regelrechter Scheinriese ist. Sagt der Experte Gerrit Heinemann. Vielen herzlichen Dank für diese Einschätzungen.